bin Contracting-Berater und ich hoffe, hier ein paar interessante Partner und Kunden kennenzulernen, um denen das Thema Contracting vielleicht ein bisschen näher zu bringen. Wir helfen den Kunden, die optimale Contracting-Version zu finden. Und da gibt es eine ganze Reihe von technischen und wirtschaftlichen und kaufmännischen Lösungen. Und das kann komplex werden. Und damit da für den Kunden und den Contractor die bestmögliche Lösung rauskommt, dafür gibt es Contracting-Berater. Wir arbeiten wie Rechtsanwälte mal für den Kunden, mal für den Contractor, teilweise auch als Mediator für beide gemeinsam. Im Regelfall muss ich sagen, es ist natürlich der Kunde, der die Nachfrage hat, für den wir arbeiten. Aber es kommt durchaus vor, dass man auch für Contractoren arbeitet, die durchaus auch mal Probleme haben und einen Contracting-Berater auch benötigen. Es zunächst mal bekannter machen. Es ist noch ein Tool, das ein bisschen unbekannt ist, vor dem viele Angst haben. Da fehlt es einfach an Wissen, was für Möglichkeiten es gibt. In der Vergangenheit sind ganz klar auch Fehler gemacht worden in dem Bereich und da muss man viel, viel Aufklärung machen. Und vielleicht auch ein bisschen schubsen, sage ich mal, dass die Kommunen ein bisschen motiviert werden, etwas zu tun. Denn die Potenziale, die dort brach liegen, sind enorm. Und da muss man vielleicht den ein oder anderen ein bisschen helfen, diese dann auch zu erkennen und dann auch umzusetzen. Viele wissen ja nicht, wie gut oder wie schlecht sie eigentlich dastehen, weil man gewisse Kennzahlen gar nicht kennt. Und wenn man etwas nicht weiß, dann weiß man natürlich auch nicht, wie gut oder wie schlecht man eigentlich dasteht. Und wenn hier ein bisschen mehr Informationsaustausch stattfinden würde, dann wäre der Sache doch sehr stark gedient, weil dann auch die Motivation bei den Nachfragern, bei den Kommunen da wäre, etwas umzusetzen, wenn sie dann erkennen, dass da richtige Potenziale auch vorhanden sind. Es gibt bei der CARE ein Netzwerk von Energieberatern, von Contracting-Beratern und diese Berater tauschen sich intern aus. Ich selber habe zum Beispiel über 20 Jahre Erfahrung im Thema Contracting und diese Erfahrungen jetzt dann für Kommunen nutzbar zu machen, das ist Aufgabe dieses Netzwerkes, auch der Berater untereinander sich auszutauschen und noch besser zu werden.